Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Wir gucken uns heute mal Sim Racing Setups an auf Reddit. Ich habe mir da schon viele angeguckt und ich bin mal gespannt, was so deren Sim-Rigs sind. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video und let's go. So, sind wir jetzt hier auf Reddit angekommen, ja, sind wir jetzt hier in der Sim Racing-Gruppe. Gucken wir uns das allererste hier erstmal an und ich würde echt sagen, nicht essentiell, das sieht echt clean aus, ne? Also das finde ich schon richtig, richtig cool. Geiler Sitz, geile Base, hier Red Bull mit einer Bulldogge drauf. Ja, weil Red Bull finde ich schon ganz geil. Wahrscheinlich mit einem Fanatec, ja, EC. Also persönlich nicht schlecht. Put an SE seat in my Sim Setup. Sieht auch ganz cool aus. Ja, jetzt wollte ich es einfach nur mal so zeigen. Sieht auch ganz cool aus. Ich würde gerne mal wissen, was er damit spielt. Aber sowas könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen. Sieht eigentlich richtig entspannt aus. I made something absolutely awful today. Ach du heiliger Bimmer. Reddit, beste Community einfach. Ich sag's euch so, wie es ist. Ja, das noch hier am Anfang. Sieht aber auch schon ganz gut aus. Ich wüsste jetzt aber nicht. Ich glaube, das ist, also das wäre mir, glaube ich, zu gerade. Das sieht schon sehr, 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 sehr gerade aus, ne? Slow progression towards proper rig. In attempts to have a better racing experience, I'm counting my place upgrade. Today I got a monitor stand, which might be my first step to purchasing a cockpit with low budget. My idea is how to have one monitor for all purpose as the second screen for laptop monitor for other games and at least moving it to the right, I could use it as a monitor for cockpit, well, when I get at some point. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Ist ja, sag ich mal, so wie bei mir. Das Einzige ist, ich habe mir das noch auf so einem kleinen Gestell draufgebaut. Aber am Ende des Tages fühle ich das ganz genau so, wie er es hat, denn ich habe es halt auch so. Kabelmanagement ist halt damit nicht richtig gut. Der hat einen riesen Monitor, aber wenn es ihm damit gefällt und er damit gut zocken kann, dann freut mich das natürlich alles. How to make some changes for comfortable. Na gut, was er damit wohl spielt, das weiß ich nicht. Hier hat jemand sein Stream Deck drauf, das finde ich ganz cool. So, guck mal, hier haben wir das nächste. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Am besten drei Monitore. Ja, da er schon so einen Eckmund-Schreibtisch hat, damit kann er auch drei Monitore draufpacken. Er hat sich extra ein Holzgestell basteln lassen, damit er auch seinen Stuhl draufpacken kann. Finde ich auch mega kreativ und mega cool. Guck mal, hier hat er ja noch einen Monitor rein. Theoretisch könnte er ihn hier oder hier nochmal hinpacken. Aber so per se sieht entspannt aus. Damit würde ich auch meinen Euro-Truck-Simulator spielen. Damit würde ich Euro-Truck-Simulator spielen. Da bin ich aber richtig begeistert. Das sieht richtig cool aus, dann würde ich auch auf jeden Fall spielen. Ja, da noch so einen kleinen Windsimulator mit drin, dass er auch tatsächlich den Fahrwind spürt. Der hat sich hier extra eine Tür einbauen lassen. Ich glaube, ich habe das mal in einem YouTube-Video gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sieht aber sehr cool aus. Man muss auch mal sagen, ja, das sind alles hier natürlich Budgets. Von bis, ne? Man muss das natürlich auch mal abwägen, dass diese Budgets, die man hier reinsteckt, natürlich jeder individuell machen kann. Ich finde schon sehr cool, was manche Leute sich basteln, wie zum Beispiel sowas, finde ich eigentlich, sieht auch ziemlich gemütlich aus, aber ich weiß auch, dass so ein Gestell 700 oder 800 Euro kostet, außer er hat sich natürlich selber gebaut. Währenddessen wir hier beispielsweise, damit könnte ich ja gar nicht spielen, ne? Der hat vier Monitore, ziemlich cool. Aber nichts an Reihe, wahrscheinlich nur für Formel 1, weil er hat das Fanatec DD, glaube ich. Formel 1 und sowas. Für meinen Euro Truck Simulator würde ich mir so ein Sim Racing nicht basteln, so ein Sim Racing Rig, sondern eher vielleicht sowas, bloß mit drei Monitoren. Sowas finde ich schon richtig, richtig cool. Also da muss man schon sagen, da geben sich die Leute richtig viel Mühe. Sowas zum Beispiel, sowas, damit würde ich Euro Truck Simulator spielen. Das sieht doch richtig gemütlich aus. Und natürlich würde ich damit auch Formel 1 und sowas spielen. Aber sowas, well done. Nicht schlecht. Finde ich auch geil hier mit den Postern hier im Hintergrund. Leider stehen hier natürlich gar keine Specs drauf. How does your 27 do with... okay. Also doch, der hat einen Spec. Also, der hat dreimal den LG 2K, einmal auch nochmal einen 2K, einen AMD 7, ja, welche Generation wäre mal schön, 32 GB RAM habe ich auch und RTX 2070, ich habe die 3070 Ti. Ich glaube schon, dass sein PC auch schon ein richtiges Biesstück ist. Damit kann er wahrscheinlich viel anfangen. Ja, Mann, oh, das sieht richtig gemütlich aus. Also, wenn ich mal jetzt so sagen darf, das sieht hier richtig ästhetisch aus, wenn ihr hier oben links in der Ecke guckt.
Das sieht hier alles auf einmal unästhetisch aus. Hier auch mit dem Schreibtisch. Finde ich nicht die beste Wahl, muss ich sagen. Sieht aber trotzdem verdammt cool aus. Kommen wir zu dem fast letzten Bild, was wir uns hier angucken. Und der hat hier aber richtig Geld reingepackt. Also drei Monitore. Richtig cool. Nochmal ein Monitor für Discord hat er hier drauf und Twitch, glaube ich, hat er hier drauf. Sieht so aus wie Twitch. Überall an seinen Wänden sind einfach Hot Wheel Autos rangeklebt. Der hat eine coole Packboard-Wand von IKEA. Habe ich ja auch eine rechts in meinem Zimmer. Finde ich auch schon sehr cool. Dann hat er hier hinten ein riesen Audio-Mischpult. Hat hier, keine Ahnung, einen halben Fernseher, 80-Inch-Fernseher da gefühlt als Monitor. Bildlich nur ein Monitor, aber da sind insgesamt 7 Bildschirme dran geschlossen. Also ich glaube, der hat mindestens zwei. Hat eine Klimaanlage hier, ganz wichtig, weil es wird auch heiß. Hat dazu noch eine VR-Brille, damit er das alles auch in VR spielen kann. Der hat aber richtig, richtig, richtig Geld reingepumpt. Was sind eure Sim Racing Rigs? Könnt ihr gerne mal unten in die Discord-Gruppe, könnt ihr ja mal beitreten und könnt da mal eure Sim Rigs einfügen irgendwo. Die drauf kann ich auch gerne mal reagieren. Ich finde, Sim Rigs sind einfach auch was richtig Cooles. Und falls euch das ganze Video gefallen hat und euch mal dieses kleine Format gefallen hat, dass man sich mal so ein paar Sim Racing Rigs auf Reddit angeguckt hat, lasst es mich doch gerne wissen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im neuen Video. Haut rein!